Da seht ihr die neue Arena. Sehr, sehr geil. In meinen Augen eine absolute 10 von 10. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Rocket League Video geht es um die Season 7, denn endlich ist es soweit. Rocket League hat den allerersten offiziellen Post rausgehauen zur neuen Season 7. Darin enthalten schon die neue Map und sogar ein neues Auto, welches vermutlich eben das neue Rocket Pass Auto sein wird. Die beiden Sachen wurden auf jeden Fall schon mal geleakt, ja. Seid gespannt, es ist wirklich ziemlich geil. So ein kleiner Trailer wurde eben veröffentlicht, geht 40 Sekunden. Lasst Like da, lasst ein kostenloses Abo, da würde mich mega freuen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar bin ich hier eben auf Twitter, hier wurde das Ganze eben veröffentlicht. Es gab kein YouTube-Video dazu, ich glaube nur auf Twitter und Instagram wurde das Ganze gepostet. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung, vielleicht war der Clip den einfach zu kurz für YouTube. Genau, hier seht ihr den Clip und ich würde sagen, wir schauen einfach mal auch direkt rein, bevor ich noch irgendwas sage. Vorher aber, wir spielen gleich auch noch eine Ranked-Runde. In der Ranked-Runde werde ich dann eben auch nochmal auf die neue Season 7 eingehen, auf die neue Map, auf das neue Auto, meine komplette Meinung, wann die Season denn überhaupt startet, denn das wissen viele halt eben auch nicht. Also würde ich sagen, schauen wir uns hier erstmal den allerersten Clip zur Season 7 an. Ja. Da seht ihr die neue Arena. Sehr, sehr geil. In meinen Augen eine absolute 10 von 10. Und hier eine wunderschöne 7. Ist ein wirklich extrem kurzer Clip. Ja, hier ist das Ganze auch eben schon halt vorbei wieder. Ist ein mega kurzer Teaser eben für die neue Season. Ich denke aber, dass jetzt über die Tage verteilt bis zur neuen Season 7 noch mehr Teaser online kommen werden. Ja, schreibt super gern auch eure Meinung unbedingt jetzt in die Kommentare. Was sagt ihr zum neuen Auto? Man hat davon jetzt gerade noch nicht so viel gesehen. Aber gleich in der Ranked-Runde, da sind eben diese Banner immer, diese Werbebanner. Und da sieht man das Auto nochmal besser. Ja, da steht dann auch nochmal Season 7. Da könnt ihr gleich nochmal reinschauen und dann könnt ihr halt eben eure Meinung mal ganz genau in die Kommentare schreiben. Auch eben, wie ihr die neue Arena findet. In meinen Augen wirklich vom Design her, muss ich wirklich sagen, die Arena 10 von 10. Und nun würde ich sagen, springen wir eine Ranked-Runde rein und dann gibt es nochmal weitere Season 7 Informationen. So, oben rechts seht ihr es nämlich auch schon. Da ist eben dieser Banner, von dem ich gerade gesprochen habe. Da sieht man das Auto nochmal ein bisschen besser. Müsst ihr einfach mal hier gerade so ein bisschen in der Runde hinschauen. Da sieht man eben, dass das Auto halt schon ziemlich, ziemlich geil ist. Mal gucken. Vielleicht können wir das... Ah, schade, das erste Ding hier reinmachen. Ziemlich coole Arena in meinen Augen erwischt. Oh Gott. Oh mein Gott. Schon wieder sehr, sehr knapp. Auf jeden Fall würde ich einfach so persönlich sagen, das Auto ist auch cool. Ist natürlich irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da irgendwie eine besondere Hitbox haben. Weil das Auto sieht schon doch recht groß aus. Könnte aber auch einfach die Dominus-Hitbox sein. Genau, meine Meinung zur Map habt ihr ja... Oh Gott. Gehabt gerade. Das war halt ein sehr, sehr schwieriger Ball. Beziehungsweise... Ja, war schwer aufs Tor zu bringen. Genau, die allerinteressanteste Frage, die sich wahrscheinlich eben auch super, super viele von euch stellen, ist eben... Oh Gott, der Safe. Wann startet denn überhaupt die neue Season 7? Beziehungsweise wann endet überhaupt die Season 6? Also, vermutlich eben von Rocket Pass her und so weiter und so fort, wird die Season 6 am 15. Juni enden. Also eben in jetzt 6 Tagen. Und somit startet natürlich auch die neue Season 7 auch am 15. Juni. Ob das Ganze wirklich so sein wird, sehen wir dann am 15. Juni. Oh, ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mein Mate steht auch teilweise wieder ein bisschen sehr weit vorne. Oh, sehr geiler Ball. Sehr geiler Ball. Mal gucken. Oh, schade. War eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Okay, keiner geht hin. Mate geht hin. Ich snack mir lieber einen Boost und gehe mal hier auf Safe. Ja, easy. Der Ball. Läuft bis dato gut die Runde. Immer noch hier ein cleanes 0 zu 0 und 1 zu 0. Let's go.
Ja, also 15. Juni ist es dann soweit. Es wird natürlich einen neuen Rocket Pass geben. Es wird eine neue Map geben. Es gibt ja immer zu jeder neuen Season immer eine neue Map. Das könnten sie eigentlich auch mal ändern, dass es eben mehr neue Maps gibt. Vielleicht so 3 oder so. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Ein bisschen Abwechslung. Aber es ist halt eben eigentlich immer eine neue Map. Und der könnte auch gut kommen. Boah, schade. Das wäre eigentlich geil gewesen, wenn ich da den Bump bekommen hätte. Alter, der kommt ja direkt hier wieder zu mir. Mate, oh, der Turn wäre so schön gewesen. Wäre so schön gewesen. Genau. Eine neue Map. Das ist halt eben die Map, die ihr ja quasi schon gesehen habt. Kann er den nochmal stören? Ich weiß auch nicht, was deren Mission ist. Mate muss es machen. Alter, schon wieder sehr, sehr knapp. Sehr, 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 sehr knappes Ding. Der Rocket Pass, das wird, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das neue Auto, was wir eben gerade eben im Trailer, im Teaser gesehen haben, dass das eben das neue Rocket Pass Auto sein wird. Und das ist definitiv das 2:0. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da habe ich den Ball abgefangen. Mate konnte dann easy clean durchgehen. Hat auch sogar den Sensenmann am Start. Sehr, sehr geil. Den liebe ich auch in Titanweiß. Habe ich leider nicht mehr, weil es ist halt mein zweiter Account. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es doch eine coole Season sein wird. Vor allem eben, wenn das Rocket Pass Auto sein wird. Da wurde ja noch kein Name veröffentlicht. Oh Gott, der Bump. Oh Gott. Schön über alles drüber. Hier auch nochmal mitnehmen. Mate, mach das Ding. Mach das Ding. Ah, schade. Ist schade, ist schade. Läuft aber gut, die Runde. Wir sind übrigens auf dem Account mittlerweile schon Champion 3. Was ich sowieso ganz geil finde. Den wird er oben nehmen. Mach du ruhig. Mein Lieber, hat er eigentlich einen TV Octane? Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher. Ich bin vor allem eben super, super... Oh Gott, ich lasse den. Bin vor allem eben super, super gespannt auf eure Meinung zur... Oh, shit, neuen Season. Ja, zu dem ersten Teaser. Ich kann mir vorstellen, dass eben jetzt jeden Tag ein Teaser rauskommt. Oh, geil. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Boost hätte. Oh, Mate. Ja, schön, schade. Ist schade, ist schade. Okay, mal gucken, wie der Ball jetzt kommt. Er schreibt gerade meine Schuld. Alles cool. Den nehme ich. Den nehme ich auch richtig geil. Bam, jawoll. 3:0. Ey, die Runde läuft wirklich wie gegossen hier, die Season 7 Runde. Und damit ist die Runde auch schon vorbei. Ihr kennt meine Meinung zur neuen Season, beziehungsweise zu den ersten Teasern der neuen Season. Ja, ist ziemlich geil eigentlich. Also mir vor allem, mir gefällt das neue Thema. Vorher hatten wir ja eben dieses komische Weltraum-Thema. Hier seht ihr gerade, ach, Champion 2. Okay, ich bin abgestiegen. Ja, auf jeden Fall. Hatten wir ja das komische Weltraum-Thema vorher. Jetzt muss ich sagen, geht das so ein bisschen in... Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Star Wars 8. Teil, glaube ich, wo die auf so einem anderen Planeten waren, wo die so Casino und so gespielt hatten. Da erinnert mich das Ganze irgendwie dran. Finde ich alles ganz cool. Das ist euer Auto, bin ich super, super gespannt drauf. 15. Juni, tragt es euch in den Kalender ein. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, Leute. Wenn es wieder heißt, Season 7 oder Rocket League, haut da rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Euer Barista, yo. Ciao, ciao.